Hallo zusammen, ich bin heute mal wieder am Forellensee unterwegs, habe auch schon ein paar Fische gefangen, unter anderem gerade wieder eine Regenbogenforelle. Und viele von euch haben mit Sicherheit auch schon am Forellensee das Problem gehabt, wohin eigentlich mit den ganzen gefangenen Fischen. In der Regel Plastiktüte, Fisch rein. Ja, bei diversen Temperaturen ist das natürlich keine so gute Idee. Fisch, verderbliche Ware, Plastiktüte, heizt sich schnell auf, also nicht so eine tolle Sache. Im Moment haben wir Februar, das heißt, bei uns wird es im Moment sogar noch gehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns von Iron Trout eine richtig tolle Sache überlegt, und zwar das Quick In Cooler Bag. Ist also eine schöne Tasche, ein Griff, den man hier öffnen kann. Dann hat man hier einen Klappmechanismus. Das heißt, wenn man den Fisch dann dementsprechend gefangen und versorgt hat, kann man ihn einfach durch den Klappmechanismus in die Tasche einwerfen, und es ist eine saubere Sache dann. Fisch verstaut und man kann in aller Ruhe weiter angeln. Wenn das Angeln dann beendet ist und man möchte die Fische ausnehmen und zum Schlachtplatz gehen, hat man die Möglichkeit, die Tasche hier an den Reißverschlüssen zu öffnen. In der Tasche befindet sich dann ein Einsatz, in der sich wiederum die Fische befinden. Im Übrigen gerade nochmal ergänzt, unter den Einsatz kann man sogar noch Kühlakkus drunter legen. Das heißt, wenn es richtig warm ist, fungiert das Ding dann auch noch als Kühltasche. Ja, dann geht man mit dem Einsatz eben an den Schlachtplatz, macht seine Fische sauber. Am besten spült man den Einsatz hinterher noch aus. Dann kann man die gefangenen Fische oder die ausgenommenen Fische vielmehr wieder in den Einsatz zurücklegen. Steckt das Ganze wieder zusammen, schließt die Tasche und kann sich auf den Heimweg bewegen. Also alles in allem ein Top-Ding, unsere Quick-In-Cooler-Bag.